21 Jump Street. Hallo und herzlich willkommen in der 21 Jump Street. Heute habe ich mal einen gemischten Haul für euch. Ich habe bei Alexandra Renke und auch eine Lieferung von Kreativdepot bekommen. Und die möchte ich euch gerne jetzt zeigen, weil bei beiden halt nur so ein paar Artikel gewesen sind, also kleine Bestellungen. Habe ich gedacht, ich packe es in eine zusammen. Okay, wir fangen an mit Alexandra Renke. Na gut. Diesmal. Ja, ne? Sind Anleitungen dabei. Ich habe schon mal so grob reingeguckt. Das liegt schon was länger jetzt hier. Das ist die Anleitung für 12 Euro. Okay. Ich glaube, mehr braucht man da eigentlich auch nicht so zu sagen. Eine tolle Sache. Also, ne, ist sehr schön gemacht. Hochwertiges Papier. Lass mich mal bei der Beschreibung gucken. Nein, die Beschreibung ist nein. Ich hätte mir zumindest eine Schablone dabei gewünscht für 12 Euro. Ich meine, okay, ich habe die 12 Euro nicht bezahlt. Die sind mir ja hinterher wieder abgezogen worden vom Wert. Aber ich finde es schon eine Frechheit, dafür 12 Euro zu berechnen. Das alles. Also. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Alexandra Renke. Ich liebe ihre Produkte oder deren Produkte. Ich weiß ja gar nicht, ob das nur ein Markennamen ist oder keine Ahnung. Ich nehme aber mal an, das ist eine Person. Ich finde das ganz toll. Und auch die Anleitung ist sicherlich ganz toll und mit viel Mühe geschrieben und nett gemacht. Aber das... Oder? Ein Blatt? Und das also das Goodie. Ja. Ein Blatt. Ja. Sehr hübsch. Das gab es umsonst dabei, weil ich diese Stanze gekauft habe oder eine von den Stanzen. Gab es also diese Anleitung umsonst dabei. Das finde ich natürlich schon wieder sehr schön. Ist auch sehr toll gemacht und alles. Und also, ne, das ist so eine Tütenanleitung, damit man halt seine Stanze dann eben auch direkt verwenden kann. So. Ja, man kann ja auch lesen. Man kann lesen, wie groß das ist. Ich habe echt gedacht, das wäre was größer. Gut, vom Preis her hätte es eigentlich das auch schon nicht sein können. Ich glaube, das war 14 Euro. Hätte es also nicht größer sein. Aber ich habe echt gedacht, die ist größer. Ja, schade auch. Also es ist diese. Die sieht auf dem Bild auch wesentlich größer aus. Meine Nachbarin kam rein, hatte das hier liegen sehen, sagt sie, oh, sagt sie, sind das große Tüten. Ich sagte, und dann guckte sie, sagt sie, nee, sind keine großen Tüten. Nee, hat sie recht, sind keine großen Tüten. So. Dann gibt es noch hier diese Goodies. Merry Christmas, das finde ich auch süß, ne? Frohes Fest. Hübsch. Ich weiß nicht, ob das Designerpapier ist oder ob da jetzt jemand das gestempelt hat oder was, ich weiß nicht. Das sind diese... Dreimal. Aber immerhin. Also beim letzten Mal, und da war die Bestellung vom Wert her, glaube ich, nicht weniger, da gab es gar nichts dabei. Doch ein bisschen weniger. Muss ja gewesen sein, weil da gab es ja keine Anleitung dabei. Ach, die gibt es nochmal. Also offensichtlich gibt es... Ja, leeres Papier. Aber schönes Papier. Also wirklich schönes Papier. Ganz weich, ganz... Also ganz weich. Also ganz, ganz weich. Und ganz schön dick. Ja, wäre jetzt nur schön, wenn man wissen würde, was das für Papier ist, ne?
Aber das ist bestimmt ideales Markerpapier. Also das ist definitiv irgendwie, glaube ich, beschichtet. Das ist so weich, so glatt. Oh, das ist also ganz tolle Haptik. Ja, schön, wenn mal ein bisschen Wackelpapier wäre. Ja, also die Stanze habt ihr ja schon gesehen. Nennt sich, keine Ahnung, Stanze. Ich habe meine Brille nicht auf. Okay. Tütengriffsterne. Und da steht natürlich auch die Größe dabei. 6,4 mal 10,4. Ich habe wirklich so vom Bild gedacht, die wäre größer. Ich weiß auch nicht, ich nehme mal an, dass die vielleicht größer sind. Weil, also die ist auf jeden Fall ja breiter, das sieht man ja schon. Und die ist ja auch breiter. Aber insgesamt, der Bogen, dieser Bogen hier, ist ja doch auch nicht wirklich viel größer. Nun gut, aber eine schöne Idee. Finde ich mega. Dann habe ich mir von Spellbein das diese Stanze mitgenommen, weil die hat mich also wirklich angesprungen bis zum geht nicht mehr und da freue ich mich drauf, dass ich die mal ausprobieren kann. Und ich finde das also total schön mit diesem filigranen Blumenmuster und so. Und ja, sieht man hier auf der Rückseite, ne? Man damit machen kann. Gefiel mir gut. Gefiel mir richtig gut. Ja. Und weil ich ja nicht genügend Sterne bekommen kann, die dann noch. Und wieder eine Abhefter. Gleichzeitig aber auch, ne, wenn man das hier jetzt dann abtrennt, also aus natürlich ausschneiden und dann hier das hier abtrennt, also das von dem trennt, dann hat man direkt zwei Randstanzen, also zwei Ränder, ne? Und die sind ja für eine normale Kartengröße. Finde ich nicht verkehrt. Nennt sich Sternenrandabhefter. Nee, Sternenabhefter ohne Rand. Starfiling. Schön. So. Jetzt kann ich ordentlich Mini-Alben basteln, ne? Drei von diesen Abheftern. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Der ist ja so recht neu rausgekommen jetzt hier, dieser Sternenabhefter. Diese ganzen Sternengedönse. Und wenn der als erstes rausgekommen wäre, dann hätte ich nur den gekauft, die anderen gar nicht. Glaube ich. Weil mir das einfach am besten gefällt. Ja. Dann noch ein paar Beeren. Weil ich habe ja noch nicht genug, nicht genug Tanzen, ne? Ach, das ist noch eine. Oh, das ist aber eine gewagte Farbe hier. Halleluja. Noch ein Goodie. Ja, ich habe ja noch nicht genug so Bärengedönse. Und Stanzen und so. Aber die fand ich so schön. Und drei Stück direkt, ne? Das ist doch schön. Schön. Nennt sich Bärenzweige im Set. Bärenzweige Set. So, und dann habe ich noch die, und die waren am teuersten. Ich glaube, irgendwas 26 Euro oder so. Also fand ich vom Prinzip her eigentlich völlig überteuert. Aber mir hat, also ich habe auch schon Tannenzweige. Ganze Batterie voll. Einmal waren es welche ja, ich habe natürlich auch welche von der SU. Aber, und die sind auch gut. Ich habe dann welche noch von AliExpress. Und das sind zum Beispiel welche, die stanzen nicht so gut aus. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Und zwar ist das bei einer Stanze ganz gravierend. Da habe ich mich schon in Grund und Boden geärgert. Weil hier dieser bei einem, also ganz bestimmten, ich kann es sein, dass ich die auch mittlerweile schon in die Tonne geklappt habe, weil ich mich da so drüber geärgert habe. Vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man nur eine Sache mal stanzt, dann ist das in Ordnung. Ja, dann
Dann fummelt man sich da vielleicht einen zurecht und kurbelt dann vielleicht auch mal 10-mal durch oder so. Aber ich habe das gebraucht für wieder mal meine Bastelei für meine Kollegen. Und dann stanzte diese blöde Stanze nicht richtig aus. Und dann dieser Zwischenraum da, der blieb halt immer stecken. Weiß ich, kein da oder weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mal mehr, welche Stanze es ist und wo sie ist und weiß ich nicht. Es kann, wie gesagt, gut sein, dass ich die schon entsorgt habe. Es war jedenfalls eine von AliExpress, also China-Ware. Wie gesagt, das meiste wird wahrscheinlich auch hier in, keine Ahnung, vielleicht Made in China, natürlich. Ja, es kommt alles, machen wir uns nichts vor. Auch alles, was selbst das, wo man meint, dass es deutsche Ware ist. Nein. Das kommt auch alles aus China oder sonst irgendwo her und wird allenfalls noch hier in Deutschland zusammengesetzt. Also der letzte Schritt. Oder vielleicht auch nur verpackt. Und dann kommt Made in Germany da schon drauf. Stimmt aber nicht. In größten Teilen kommt es trotzdem irgendwo. Also machen wir uns da nichts vor. Die meisten Sachen kommen trotzdem aus China. Aber ich glaube trotzdem, bin davon überzeugt, dass hier doch die Qualität vielleicht doch besser ist. Mal abgesehen davon, dass ich bisher noch keine Probleme mit den Stanzen hatte von Alexandra Renke oder halt da, wo ich halt ein bisschen mehr für bezahle. Ja, es ist halt einfach, ich hoffe einfach, dass da die Qualität etwas besser ist. Und wenn dann doch mal was dran sein sollte, dann werde ich mich halt beschweren. So ist das. So ist sie. Ja, also die, wie gesagt, habe ich mir bestellt, weil ich einfach mit denen da so Probleme hatte. Und wie gesagt, ich habe eigentlich Tannenzweige zuhauf, aber diese hier, die sind so filigran. Also ich meine, die anderen Tannenzweige, die ich habe, die sind halt eher Tanne oder so. Also so richtig so. Ich habe jetzt hier keinen. Ich hätte mal einen holen sollen, ne? Und hier, die sind so wie Federn eher. Oder? So ein bisschen. Also die haben mir richtig gut gefallen. Und ja. Ja, die haben mir halt gut gefallen. Genau. Ja, ich arbeite bei uns auf der Arbeit, mache ich die Statistik unter anderem. Und bin dafür zuständig. Und neuerdings muss man da halt das Ursprungsland angeben. Und da kann man nicht mehr einfach irgendwas angeben, da muss man halt gucken, wo kommt's her. Sonst war das immer so ein, naja, musste man nicht unbedingt angeben, Punkt. Mittlerweile muss man das angeben und das heißt, ich muss mich ständig mit irgendwelchen Lieferanten und Herstellern befragen, wo kommt das her und halt auch Internet befragen. Und daher weiß ich halt, dass viele Dinge, wo man meint, dass die hier aus Deutschland kommen, nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern meistens nur hier zusammengesetzt werden. So. Letzter Artikel, nee, vorletzter. Ich habe hier nochmal ein paar Schriften gekauft, und zwar fröhliche, gemütliche, wundervolle und unvergessliche. Ja, da fehlt dann nur noch Weihnachten. Was ich hier auch wieder schön fand, ist halt auch hier diese Sternchen da über den Wörtern. Ich weiß nicht, ob die da direkt dran sind oder ob die, wie das funktioniert, ob die einzeln und man muss das dann kleben, das kann ich hier gar nicht sehen. Ich hoffe, dass es dran ist, dass ich mich dann nicht so mit diesen kleinen Knüdelkram auseinandersetzen muss. Aber ich habe eh wieder vor, am Ende vom Video nochmal wieder ein Video dran zu hängen oder vielleicht auch ein separates Video dran zu machen, draus zu machen, was ich halt hier alles mitgemacht habe oder was das alles, nicht alles, aber was ich halt damit, dass das einmal ausstanze, damit man das halt auch in ausgestanzter Form mal sieht. So, und das ist also dieses berühmte Itogan. Ich habe gedacht, probiere ich mal aus. Das ist für mich, würde ich meinen, wie Stickgarn. Ich weiß nicht, also es ist ganz feines Garn. Ganz, ganz, also wirklich ganz fein.
Ja, es fällt jetzt nicht so schön, glaube ich, wie diese Nylonfäden. Weiß auch nicht, wie viel da drauf ist. Doch, weiß ich wohl, 212 Meter. Ich weiß nicht, wie viel auf dem Nylongarn drauf ist. Aber ich habe gedacht, ich gucke mal, ob das vielleicht auch noch irgendwie eine Alternative ist, ne? Dass man nicht immer nur dieses Nylongarn drauf macht. Meine Fingerfertigkeit lässt echt zu wünschen übrig. Also man kann da wirklich schön Schleifchen mitbinden. Gefällt mir vom Prinzip her. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, also es schimmert auch ein bisschen. Also es ist nicht ganz, was heißt schimmert? Nee, es schimmert nicht, aber es wirkt so. Wirkt edel. Also es wirkt wirklich edel. Ich ärgere mich jetzt nur, dass ich das nur in Weiß genommen habe. Ich hätte mal lieber eine andere Farbe ausprobieren lassen. Oder Creme, weil Cotton, Baumwolle. Nee. Ach, das ist 100. Doch, ist es, soll weiß sein. Ist 100% Baumwolle. Ja, deswegen fühlt es ja doch so schön an. Ja, feine Sache. Ito. Aus Berlin. Die Firma. Ito Garn. Ja. Kannte ich noch nicht. Ich habe halt gesehen, dass bei Alexandra Renke, die arbeiten viel damit. Und nicht so viel. Die haben auch Nylongarne, aber ich glaube, das sind nur die kleinen Spulen. Genau, so, das war also jetzt mein Haul Alexandra Renke. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten, damit ich die Kameras hier mal wegbekomme. Das ist kreativ, wie es hochkam. Also diesmal in einem länglichen Karton. Kurz mal raus. Knipsel, knipsel, knipsel. Knister, ich liebe es, zu knistern. Okay, dann wollen wir mal loslegen. So, eine Karte. Kreativität zieht alles Positive auf wundersame. Kreativität zieht alles Positive auf wundersame Weise an. Ja, wenn ich besser mit dem Schneiden von den zurechtkommen würde, würde ich das wahrscheinlich jetzt ausschneiden. Oh, kein Gummi. Bevor wir nachher hier. Aber doch auch eins dabei, ne? Ich hol mal alles raus. So. Hier bei Kreativdeko hatte ich noch mal bestellt, weil ich unbedingt diese Stanze haben wollte. Ich weiß, da waren Goodie dabei, Leute. Also auch für unter 100 € kriegt man da nämlich schon ein Goodie. Aber ist futsch. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja, muss man mal gucken. Aber war auf jeden Fall einer dabei. Ich wollte unbedingt diese Stanze haben. Und zwar habe ich bei den Lagerfeen Schnack, so heißt das, das ist immer so lustig und so süß gemacht, die haben diese Stanze vorgestellt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss da sofort bestellen. Und jetzt ist sie nämlich, glaube ich, schon nicht mehr erhältlich. Aber man wird sie sicherlich auch noch woanders bekommen. Ja, die hat ein Maß von 9,5 mal 3 cm. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist genau die richtige Größe für das, was meine Arbeitskollegen bekommen. Und die kriegen also dieses Jahr eine Sternenbox. Das heißt, ich werde die 10-mal machen müssen.
Thema erstmal machen müssen, irgendwie sowas. Genau, hat mir gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Allerdings sehe ich jetzt, dass hier so ein Rand drüber steht. Und ich weiß ich gar nicht, ob das bei der auch war. Ich muss mir das nochmal angucken, das Video vom Lagerfeenschnack. Surprise Starbucks. Oh, ich brauche einen Schluck Kaffee. Oh. Dann wollte ich unbedingt, unbedingt diese Stanze haben. Das ist ja, ein Prägefolder, ne? Sieht man ja. Und ich weiß nicht, wie er heißt, so. Keine Ahnung. Irgendein Kreis. Ja, ich kann es nicht lesen. Ich weiß gar nicht, ich hab, glaube ich, noch gar kein Prägefolder von Kreativdepot. Ich bin auch jetzt nicht so, dass ich so oft die Prägefolder benutze. Schublade ist voll. Am liebsten mag ich natürlich diese 3D-Prägefolder. Das ist dieser jetzt nicht. Der war jetzt auch nicht so teuer. Ist nicht schlimm. Wenn er denn gut prägt, ist das alles. Ja, fühlt sich schon so an, als würde er gut prägen. Ja, dieser Kreis, der hat es mir halt angetan. Vor allen Dingen, weil der so eine Riesengröße hat, ne? Also das ist dann hier, ne, die passende Größe für diese viereckigen Karten. Und das fand ich halt schön, dass es nicht so was Kleines ist, aber den gibt es halt auch nochmal in klein. Der hat mir halt sehr gut gefallen. Jetzt vielleicht für diese Jahreszeit nicht unbedingt so, aber ja. Auch Dankeskärtchen ist auch dabei. Wie gesagt, ach, da sind sie doch, oder? Nee, nee, doch nicht. Ja, Dankeskärtchen ist ja auch immer dabei. Niedlich auch, nur mit den Feen da. Süß. Ja. So, und das war jetzt schon fast. Ne, hier ist noch eine Stanze. Und zwar diese hier. Ich hätte so gerne die mit den Rentieren gehabt. So, diese Slimline, für Slimline-Stanze ist das, glaube ich, aber mit diesen Rentieren drin, die so aus diesen Kästchen so in verschiedene Ecken gucken. Die fand ich so süß, aber die war dann auch schon wieder weg. Aber hier, so eine habe ich noch ergattern können, hier die Schneekugelstanze. Und zwar habe ich gedacht, vielleicht, wenn ich mal eine eigene habe davon. Also, zu sagen. Ich hab Schneekugelnstanzen, aber so kleine. Von Sissix und von, ich glaube, von Sissix und von, ich glaube, von, was hat Elisabeth drauf Design? Oh, verdammt, ja. Ich habe gedacht, vielleicht passen die da auch drauf, weil diese Stanze habe ich nicht. Die hat meine Nachbarin. Die Schneekugelstanze von SU. Und das heißt, wenn ich die benutze, dann ist es gar kein Problem, braucht bloß übergehen. Ne? Die ist ja, arbeitet zwar auch und arbeitet auch viel, aber sie ist ja irgendwann auch zu Hause und dann brauchst du bloß darüber gehen. Und dann habe ich gedacht, ich könnte das hier verwenden, aber ich glaube, das geht nicht, weil die sind natürlich hier so ein bisschen abgeschrägt, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Also vom Look her finde ich das hier schöner, die Kreise und alle anderen Schneekugeln, Gedönse, die ich habe, wo ich auch Bliss dazu habe, die sind halt bunt. Ja, aber das passt zumindest rum, ne? Gut, dann habe ich müsste ich hier halt, was ist ja nicht schlimm. Das kann ich ja trotzdem verwenden, weil, jetzt gucken wir mal, was das denn dann da drum? Ne, das ist ja dann auch für den Kreis gedacht und nicht für, das ist halt das Problem, ne? Das ist ja eher für den Kreis, aber das ist ja trotzdem nicht schlimm. Das kann man ja trotzdem verwenden, weil man kann ja hier im unteren Bereich dann halt so Zweige und so machen. Ja, also da bin ich aber ganz ehrlich, da gefällt mir die Schneekugel, die von SU, die war schöner. Die war
Eindeutig, aber natürlich auch teurer. Weil dieses Craft for You, das war jetzt irgendwas um die 10 Euro oder so. Das ist jetzt nicht so viel. Also die war nicht so teuer. Und da ist ja auch viel dabei, ne? Also haben wir den Mond und die Schneeflocken oder die Sterne oder was das sein soll. Das wird auch, glaube ich, ausgestanzt. Und dann halt ne, mit der Schneelandschaft hier und ja, und hier noch so ein Etikett. Also eigentlich ganz hübsch auch. Aber wie gesagt, ja. Ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, und dann habe ich mir ja nochmal, ich glaube, das ist auch so ein Mittwoch-Special. Da fand ich halt hier diese Stempel eigentlich ziemlich cool. Und das hier fand ich cool. Und hier weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Aber es war halt, ist auch wieder günstig. Ne? Und dann hier so eine Ticketstanze hier, ne? Das ist ja eine Ticketstanze. Eindeutig, ne? Oder? Wo man dann halt auch hier also mit so Abreißkante hat. Würde ich vermuten. Mit halt den entsprechenden Auflegern. Und lass mich nicht lügen, aber ich vermute, das hat auch 4 Euro gekostet. Genauso wie dieses andere, was ich habe. Und ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Für so viele, ne, hier diese Lochverstärker wieder hier nochmal in andere Form hier. Und Lochverstärker. Susanne, ist das das, was du meintest? Dass du nicht wusstest. Keine Ahnung. Ah, keine Ahnung. Egal. Ja. Die liebe Susanne. Susanne heißt sie, ne? Mit ihr schreibe ich immer. Ich habe das Gefühl, Standleitung unter meine Videos. Und das gefällt mir sehr gut, was sie schreibt. Und das ist halt immer, ja. Ne? One Mind. Aber haben wir Bastler ja eigentlich alle, oder? Sind wir ja alle irgendwo so ein bisschen gleich und so verbunden? Also wenn ich gucke mir natürlich, ich gucke mir ja auch viele Holz an und was die so basteln und was die kaufen und so. Und ich könnte ja dranbleiben. Und diese Haul-Videos, wenn, na, es, ja, wir sind alle gleich. Wir wollen es alle haben. Und ja, wir basteln natürlich auch damit, aber im Vergleich zu dem, was wir shoppen und was wir dann letztendlich daraus gestalten, ist ja doch eher ein kleiner Teil. Da muss man doch mal ehrlich sein. Also ich glaube, die wenigsten von uns basteln so viel mit den Artikeln, dass man sagen könnte, ja, das hat sich wirklich gelohnt, ne? Da hat sie jetzt 100 Karten mitgebastelt und das macht den Preis wieder gerechtfertigt, den Preis. Also ich sag mal so, man kann heutzutage eine Karte für, keine Ahnung, ja schon 50 Cent kaufen. Habe ich ja mit meiner Schwiegermutter geschimpft. Die wollte ja so eine billige Karte kaufen. Da habe ich gesagt, ey, ne? So. Ich sag, du willst doch jetzt wohl nicht hier eine Karte kaufen. Ich sag, hallo? Sag doch Bescheid, wenn du eine Karte brauchst. Ne? Und ich nehme ihr ja um Gottes Willen kein Geld dafür ab. Das heißt also, sie kriegt von mir eine viel hochwertigere Karte. Aber sie wollte unbedingt ein paar Karten kaufen. Ja, lass sie. Aber, nee, sie hat es an dem Tag hat sie es nicht gemacht. Aber ich weiß dann natürlich trotzdem, dass sie Katzenhaare überall. Ich weiß natürlich, dass sie trotzdem halt auch diese billigen Karten trotzdem auch schon mal kauft oder auch vielleicht ein paar teure, weil wir kriegen sie ja dann auch schon mal regelmäßig geschenkt. So, 50 Cent eine Karte. Selbst wenn die Karte 2 Euro oder vielleicht auch eine teurere Karte, weil ich habe auch schon mal eine gekauft, die hat, glaube ich, 7 Euro gekostet im Laden. Da habe ich selber noch nicht so viel gebastelt. Und Karten glaube ich schon mal gar nicht, weiß ich gar nicht. Und dann bin ich in ein Geschäft rein und habe ein Geschenk gekauft. Und da war hinterher die Karte fast genauso teuer wie das Geschenk, was ich gekauft habe. Und das war eigentlich nur eine Kleinigkeit. Eine schöne Karte, war auch eine handgemachte Karte, stand zumindest drauf. Passte wunderbar zu dem Geschenk, super, alles ganz toll. Aber wie gesagt, selbst wenn wir 7 Euro für eine Karte ausgeben würden oder 5 Euro, wie auch immer.
haben wir eine Karte. So, dann haben wir aber, ne, so. Jetzt, beste Beispiel, 26 Euro. Da muss ich ja dann schon 5, 6 Karten machen. 4 Karten, 4, 5, 6 Karten irgendwie machen. Damit. Und wenn man jetzt noch die anderen Materialien rechnet, dann noch mehr. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Ja, also man muss schon verdammt viel. Und wenn ich mich so umgucke, dann habe ich ja verdammt viele Stempel und Stanzen und irgendwas. Und ich greife immer wieder auf ähnliche Artikel zurück. Und die anderen sind in der Schublade, warten darauf, dass sie genutzt werden, mussten aber unbedingt gekauft werden und sind es nicht. Ich habe zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, von Tim Holz diese Big Sets von diesem Dorf. Also, ich habe, glaube ich, bis auf eins habe ich sie alle. Würde ich mal meinen. Also ich habe ordentlich von diesen Big Sets Stanzen diese ganzen Häuschen, die man damit basteln kann. Ich habe ganze 3 Häuser gebastelt damit. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Genau. Aber ich musste sie ja alle haben. So. Ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Ja. Sie schlummern jetzt da in der Dings drin. Mittlerweile gibt es die ja als Thinlits, also als diese dünnen Stanzen. Diese von Sizzix, diese von Tim Holz, dieses Dorf mit diesen ganzen Häusern, die man so, diese 3D-Häuschen, die man basteln kann. Ich habe sie noch alle als Big Set. Die verbrauchen einen unglaublichen Platz in meiner Schublade. Aber sie stanzen ja auch Filz aus. Aber aus Filz kann man ja nicht so ein Häuschen bauen. Oder aus Stoff. Jetzt auch nicht so wirklich. Aber zumindest aus dickerem Cardstock. Ja. Ja. So, dann habe ich mir noch so ein paar Sachen zum Buchbinden und zum Buch mit. Ich habe hier noch mal, was sind das hier? Grün? Oder schwarz? Ja, braun und grün, würde ich meinen, ist das. Dunkelgrün und braun. So Gummibänder. Nochmal besorgt. Und ja, das ist alles nicht so Pfennigsgramm. Das ist jetzt alles nicht so teuer. Aber ich finde halt schön, dass es das als Meterware da gibt, dass ich nicht da was weiß ich, wie viele Rollen mehr hier herstellen muss oder so, um dann eben vielleicht ein Album damit zu basteln. Wo wir ja wieder beim Thema von den Stanzen sind. Wir kaufen uns eine Stanze für ein Album oder keine Ahnung, und dann ja, und dann holen wir ja schon wieder die nächste Stanze fürs nächste Projekt. Und ja, es gibt welche, die wir sicherlich gut nutzen, aber wenn ich mich so umgucke, dann sind da ganz viele dabei, die ich also in der Masse noch gar nicht so benutzt habe. Aber ich gehe ja auch nicht mehr auf Märkte oder irgendwie sowas. Das ist ja vielleicht auch ein Unterschied. So, einmal so ein Patronenknopf nochmal. Und zwar in kleiner. Ich habe gedacht, also der letzte, den ich hatte, der war was arschgroß. Dieser ist jetzt kleiner. Fand ich super. Weil, warum habe ich nur einen? Ich meistens kaufe ich doch dann immer 2. Hier habe ich doch 2 gekauft. Muss noch mal gucken. Ach, die sind aber auch schön. Die sind hier oben etwas breiter. Naja, das seht ihr jetzt nicht. Ich hol's mal so. So, ne? Also die sind hier jetzt oben etwas breiter. Und dieser hier. Kommen sowieso nachher alle in einen, denke ich. Wobei vielleicht auch nicht. Schmaler. Der ist noch etwas höher. Der ist höher und die wirken breiter. So. Ja. Also der ist noch ein bisschen höher, dieser hier.
sieht meine dicken Fingerchen und dazwischen irgendwie so eine Schraube. Und dadurch wirkt dieser hier etwas breiter, aber das ist er, glaube ich, gar nicht. Doch, ein bisschen. Der ist ein bisschen platter. Der ist platt oben drauf und der ist so ein bisschen abgerundet. Ja. Trotzdem verstehe ich nicht, warum. Noch eins verstehe ich nicht. Muss ich mal gucken. Normalerweise bestelle ich immer zwei Sachen, also zwei. Das ist jetzt eine Lehrstunde. So, und dann noch ein paar Buchecken. Weil Kupfer fand ich total schön. Die Größe ist auch schön. Genau, dann habe ich einfach ein paar von denen. Und ich habe noch ein paar weiße. Oder Silber. Mal gucken. Weiß. Ja, so altweiß, ne? Ist nicht so strahlend weiß wie die von Craftelier. Die sind so eher matt altweiß. Vintage-weiß, würde ich dazu sagen. Ja, genau. Nee, das mag ich noch nicht. Ich habe nämlich auch noch Buchbinderleinen gekauft. Den muss ich so, glaube ich, anders rollen. Also ich weiß gar nicht, passt er so überhaupt in meine Schublade rein? Ich glaube nicht. Wieso sind die auf einmal so groß? War der vorher auch so groß? Sind die anderen auch so lang? Ja, also ich habe mir einmal den Bogen geholt, weil ich fand das sehr neutral. Und halt einfach, und dann den tatsächlich, ich hatte vorher nur ein Reststück davon, weil ich gedacht habe, so, wirst du nie brauchen, diese fürchterliche Farbe irgendwie. Und habe aber ja dann festgestellt, ach so, fürchterlich ist die gar nicht. Also gerade in Verbindung mit hier jetzt dem, was ich jetzt hier gemacht hatte, fand ich das eigentlich sehr schön. Und ich war ja so eingeschränkt von der Größe, weil ich ja nur so ein Stückchen davon hatte. Und das hat mich ein bisschen was geärgert, deswegen habe ich mir das dann nochmal nachgestellt. Genau. Habe also zwei Bögen. Buchlein. Habe ja noch nicht genug in der Schublade. Naja gut, aber jetzt habe ich auch schon ein bisschen was davon verbraucht. Ein bisschen, ne? Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Sind die anderen denn auch so lang? Und passt das tatsächlich da rein? Oh ja, das passt tatsächlich. Nur, dass ihr es wisst, es passt in den Alex. In den schmalen, kleinen Alex. Passt es rein. Genau. Ja, das war jetzt mein Haul. Das wird wahrscheinlich auch jetzt erstmal für längere Zeit der letzte Haul sein. Oh, schade. Ja, ich muss mal gucken. Also, ja, ich habe da ja schon noch so wieder so ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Aber ja, wahrscheinlich dann nächsten Monat. So. Ich habe auch noch Geburtstag. Muss ja auch noch was. Genau. Und ich schaue mal, dass ich zumindest zu den Stanzen, dass ich da jetzt dann mich dran setze, da mal was bastle, damit ihr die Sternenstanze auf jeden Fall mal sehen könnt. Die ist nämlich echt toll. Und diese anderen Stanzen, mal gucken, ob ich da auch irgendwas mitmache. Also hier hätte ich ja schon Bock, so ein kleines Notizbüchlein oder irgendwie sowas mitzumachen. Das ist echt cool. Irgendwie. Ja, mal schauen. Genau. So, das kann ich alleine finden. Das war's erstmal. So, an dieser Stelle schon mal. Weil, wie gesagt, weiß nicht, ob ich das hinten dran setze oder als eigenständiges Video mache. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück in der 21 Stump Street. Ich hatte ja gesagt, bei meinem Haul von Alexandra Renke und so ein Mischhaul ist das ja gewesen, Kreativdepot, dass ich noch ein bisschen was mit den Sachen basteln wollte und dann nochmal euch zu zeigen, ja, was man damit machen kann und halt wie das Ausgestanzte im Prinzip aussieht. Und das habe ich jetzt gemacht und deswegen kommt jetzt das Video. Noch zum Nachtrag zum Haul. Ich hatte das Goodie nicht gefunden.
Es war tatsächlich da, es steht Glückskind und zwei kleine Perlenherzchen wieder. Ja, sehr hübsch und freue ich mich. Ich hätte gerne vielleicht ein paar mehr Motive, nicht nur immer diese Wörter. Also noch eins für meine Sammlung. Ja, fangen wir einfach an mit der Schneekugel. Die liegt ja gerade hier. Das war das hier von Craft a New Dice. Die sind eigentlich immer ziemlich, also ich finde, die sind jetzt nicht so teuer und man bekommt eigentlich ziemlich viel für sein Geld. Finde so, ja gut, nicht zu vergleichen mit, ja, wir wissen alle, ne? Aber ich weiß nicht, also ja, es gefällt mir halt gut. Was soll ich sagen? Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist von billigeren Marken, auf keinen Fall. Aber also ich kaufe lieber dann weniger und benutze es statt wieder. Also ich habe die früher ja unheimlich viel beim Action gekauft und habe das. Ich habe es alles nicht benutzt. Ich habe es alles nicht benutzt. Ich gerade eben noch wieder auf der Suche nach einer Wortstanze habe ich meine ganzen Sachen durchsucht und jede Menge noch so diese Stempelsets und Stanzensets vom Action in den Fingern gehabt und habe gedacht so, oh, hast du noch gar nicht benutzt. Nicht, dass mir das nicht anders ergeht mit meinen SU-Stempeln. Ja, also das sind auch noch ganz viele dabei, die ich noch nicht benutzt habe. Ja, kommt eigentlich auch gleich raus. Lieber weniger, weniger ist mehr manchmal. Aber ja, halte ich mich da dran? Nein, wir sind ja auch Jäger und Sammler. So, also, was habe ich gebastelt? Hiermit habe ich also, ich hatte ja gesagt, dass ich die Kuppel von Stampin' Up, diesen Blister von Stampin' Up verwenden wollte. Und weil der nicht komplett rund ist, musste ich mir hier irgendwie was einfallen lassen, dass ich da halt was drunter setze, dass man das nicht sieht, dass da noch ein Stückchen Kleberand herauskommt von dieser Kuppel, weil die halt hier unten gerade abgeschnitten ist. Und auch hier nochmal, die von Stampin' Up finde ich wesentlich eigentlich schöner. Aber wie gesagt, die hat meine Nachbarin immer und da müsste ich immer darüber gehen und ja, habe ich dann auch nicht immer so die Lust und ja, deswegen habe ich mir jetzt die gekauft. Und es funktioniert auch. Sieht auch ganz hübsch aus, wie ich finde. Das Einzige, ich müsste vielleicht mal lernen, gerade zu kleben, ne? Also das gelingt mir noch nicht so gut. Hier habe ich dann auch schon die Zweige verwendet von Alexandra Renke und auch die Beeren. Diese kleinen Sternchen, die habe ich dann ausgestanzt mit einer Stanze, mit einer Handstanze. Ja. Ne? Und die Wörter waren ja auch von Alexandra Renke. Das Weihnachten ist was groß geraten, deswegen musste ich mir da was einfallen lassen. Aber mir gefällt sie ganz gut. Jetzt könnte man innen drin noch ein bisschen was stempeln und so weiter. Und das ist natürlich eine Shaker-Karte. Ja. Innen drin ein bisschen was von Picket Fence. Diese Pailletten, diese schimmernden. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und so ein paar von diesen Mini-Mini-Perlen. Also wirklich Mini-Mini. Die sind echt Mini-Mini. Aber die machen so ein schönes Geräusch, wenn die so über dieses Papier laufen. Ja, das mag ich ja, dieses Geräusch. Genau. So, und dann haben wir hier die Sternenstanze. Und da muss ich aber leider sagen, also ja, sieht ganz nett aus, ne? Es ist scheiß Fummelsarbeit. Ernsthaft. Wirklich. Also, ich hatte irgendwie, ja, man muss halt vielleicht einfach besser gucken und besser lesen. Irgendwie habe ich gedacht, so, oh, eine Stanze, wie geil, wie toll, da brauchst du nicht mehr so viel rumfummeln damit und nichts mehr ausrechnen und dann passt das alles und supi. Nee, leider nicht.
Es kommt natürlich auch alles in 120.000 Einzelteilen. Man muss das zweimal ausstanzen, man muss das zweimal ausstanzen. Dann muss man das aneinander kleben, also die zwei Teile. Die Falzung im Kraftkarton ist minder gut, also das wird auch schon mal was schief. Das könnte natürlich auch an diesem Recyclingpapier liegen, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich entschieden dazu, dass also die Goodies für meine Arbeitskollegen wahrscheinlich dieses Jahr so aussehen werden. Vielleicht auch noch mit einem Glöckchen dran, weil das finde ich eigentlich immer ganz niedlich. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich glaube, ich mache immer irgendwie ein Glöckchen dran. Aber naja, ein bisschen Sisal mal zur Abwechslung. Ne? Und ja, innen drin ist so ein kleiner Wichtel. Den habe ich letztes Jahr, schon Ende letzten Jahres oder Anfang letzten, nee, Anfang dieses Jahres, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Also nach Weihnachten jedenfalls. Meine ich, hätte ich den gekauft oder kurz vor Weihnachten, ne? Irgendwie sowas. Und da waren die runtergesetzt und da habe ich mir ein paar mitgenommen davon. Und die sind so süß und das passt halt, wie ich sagte, ne, das passt halt ideal hier rein. Das Öffnen von der Schachtel ist halt auch ein bisschen tricky, wie ihr seht. Das heißt, da muss dann auch eine Eingriffslasche rein und dann kann man, was das ist, das schon Farbe ab? Naja, okay. Ja, dann kann man das halt noch befüllen und dann soll natürlich dann noch ein bisschen eine kleine Süßigkeit vielleicht rein. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich finde, eigentlich ist das so schon ganz niedlich. Ja. Also mir gefällt das eigentlich sehr gut, aber wie gesagt, der Zusammenbau, na, dafür freue ich mich gar nicht drauf. Hier diese Folie hier, das ist keine Acetatfolie. Naja, im Prinzip jetzt vielleicht schon. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Und zwar schneide ich aus Laminierfolie, schneide ich mir das Motiv aus. Und jagt das dann durch den Laminator. Und das hier ist vorher noch geprägt. Nee, das Stück ist nicht geprägt worden. Das Stück ist ein bisschen irgendwo, an einer Ecke ist es. Weil, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Die Laminierfolie die ist an einer Seite zusammengeschweißt und hat ja praktisch eine Öffnung. Und wenn man das jetzt so stanzt, dass die Öffnung weg ist, also keine Öffnung, nee, Moment, Moment. So. Hier oben ist es zusammengeschweißt. Dann lässt sich das hier ja irgendwo öffnen. So, und dann kann man was dazwischen legen normalerweise und durch das Laminiergerät jagen. Und zwar mit der geschlossenen Seite zuerst. Und wenn man das so machen möchte, wie ich das hier gemacht habe, in diesem Fall, ja, in diesem Sternfall, dann muss, also erst ausstanzen, muss diese Schweißnaht, die muss hier drin sein, dass das nicht offen ist, weil ansonsten könnte es passieren, dass das umknickt, dass die Öffnung aufgeht, wenn ihr das jetzt so rum reintun würdet, dass das aufgeht, umknickt und eine Riesenschweinerei veranstaltet. Das Laminiergerät und lieber nicht. Jetzt seht ihr aber, dass ich hier mittendrin ausgeschnitten habe. Warum ging das? Das ging deswegen, weil ich das, nachdem ich es, naja, so blöd, was ich da erzähle, ich habe das doch erst hinterher geprägt. Ja, warum ging das? Genau. Normalerweise, also wenn man das jetzt prägen, nein. Das hier ist mir aufgefallen beim Auskurbeln ist mir das schon aufgefallen, dass das hier durch diese Löcher hier, weil das hier so reingeprägt ist, sich so ein bisschen was ineinander verhakt, sodass ich einfach das Risiko eingegangen bin und habe gesagt, okay, ich probiere es mal so mittendrin. Ja, und dann funktioniert das. Dann kann man dann, ne, weil das hier,
wirklich hier so schon unheimlich ineinander verhakt ist, da ist das Risiko sehr, sehr gering, dass da irgendwie Murks passiert. In dem Fall ist es nicht passiert, es hat wunderbar funktioniert. Hier mit meinem, das ist dieser hier. Und das ist der, glaube ich, der hier irgendwo mittendrin rauskam. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, kann auch der sein. Genau. Und dann habe ich das noch geprägt mit dem gleichen Prägefolder wie wie hier außen. Das ist auch geprägt. Das sieht man ein bisschen. Genau, so geprägt. Und das hier so ein 3D-Folder. Ich weiß nicht, wo ich glaube, könnte sein, dass der auch vom Action ist, aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und wer sowas nicht hat, das ist ein selbstgemachter Prägefolder. Das funktioniert auch und das funktioniert mit jedem Motiv. Und je höher ihr die Motive da aufklebt, je besser funktioniert das. Weil ich unbedingt einen Sternenhintergrund mal haben wollte für die A4. Und da fehlen auch schon welche. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt noch so funktionieren würde, weil wie gesagt, da fehlen überall schon. Ja, sind Sterne. Ja. Aber je sauberer ihr das übereinander klebt und je höher ihr das übereinander klebt, diese einzelnen Ausstanzungen, dann könnt ihr euch auch selber ein 3, also ein Folder machen. Zwar kein 3D-Folder, weil ihr ja nicht die Seite habt, wo es reingeht, wie hier. Hier ist es ja debossed und das ist embossed, da kommt es hoch und hier geht es rein, also eine Lücke hier. So eine, ne? Und das habt ihr natürlich hier nicht, weil hier ja nur von einer Seite der Druck kommt praktisch und nicht irgendwie. Also ihr habt praktisch nur das Embosste. Aber es funktioniert auch. Sieht natürlich nicht so schön aus wie vielleicht so ein 3D, aber es geht auch. Ja, Sternenstanze. So, dann habt ihr, wie gesagt, ich wollte es eigentlich, ja, wenn ihr möchtet, kann ich ja mal einen mit euch zusammen machen. Im nächsten Video. Dann könnt ihr das ja mal unter die Kommentare schreiben. Aber ja, es ist nicht einfach. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Lösung dafür, damit das besser geht oder einfacher geht. Aber ja, so. Hier habe ich jetzt zwar die Richtung falsch gemacht, wie ihr seht, ne? Das ist jetzt hier. Hier nach unten und hier ist es. Ich weiß nicht, ist das auch nach unten? Ne, hier ist es nach oben. Also hier ging der ja nach oben auf. Und, ah ja, hier auch. Ach ne, ist ja doch genauso. Ich dachte, das wäre falsch rum gewesen. Okay. Aber hier habe ich, war ich jetzt so klug und habe halt eine kleine Griffmulde reingemacht und schwupps öffnet sich das wunderbar. Und man muss tatsächlich, ich hatte gedacht, so, oh weh, das wird teuer wegen den ganzen Magneten, weil ich hatte bei dem Kreativdepot gesehen, dass die im Lagerfeenschnack, die hatten das mit Magneten gemacht. Das fand ich ganz toll, aber es ist natürlich auch eine wahnsinnige also eine kostenintensive Sache, wenn man überall einen Magnet dran machen will und den dann halt bezahlen muss. Aber da habe ich gleich auch noch einen Tipp für euch. So, also, ja. Das geht dann mit Griffmulde hier ganz easy und auch ohne Magnet. Das quetscht sich da so ein bisschen rein. Das ist wunderbar. Also von dem her, das funktioniert schon ganz gut. Was noch anmerken möchte ist, jetzt hab ich es hier noch. Das hier ist nochmal so ein Dekostern. Wie gesagt, und dafür, den habe ich halt genutzt, um das hier auszuschneiden und weil das halt hier so ein bisschen eingeprägt hat, hat sich das hier so verhakt, dass man das nicht ja, durch das Laminiergerät, dass man das auch ohne die Schweißnaht durch das Laminiergerät jagen konnte. Also ich habe es zumindest riskiert und war in Ordnung. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn ihr das macht, ein bisschen aufpassen. Dieser Stern hier wird tatsächlich nicht ausgestanzt. Ich habe erst gedacht, so, was hast du da gemacht? Musst du doch zweimal durchkurbeln? Ne? Der wird nicht ausgestanzt. Und zwar hängt der da, also an den Spitzen. Überall an den Spitzen hängt der tatsächlich noch an so einem kleinen Zipfel überall da dran. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob die das wollten, dass man das vielleicht erst später öffnet, dass man. Dass das so eine Öffnung sein soll, dass das vielleicht ganz zugemacht wird hier und
dass die Öffnung dann sein soll, irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Erschließt mir, also habe ich keine logische Erklärung für. Also der stand es nicht komplett aus. Macht nichts, weil die kann man also ganz easy so ein bisschen abschnibbeln. Aber was ich halt sagen wollte, ist einfach, ja, das hier habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt auch selber schon mal gemacht. Weil da braucht ihr eigentlich nur Sternenstanze für und einen Streifen Papier, den ihr eben diese Maße, das hier, ein bisschen weniger wie diese Kante hier, immer im Abstand falzt. Und rechts und links eine Klebelasche dran lasst. Und dann sieht das hinterher so aus. Und dann habt ihr vielleicht das sogar schon in einem. Also bei mir war es damals eins. Überhaupt gar kein Problem. Klebelasche hier eben an den Falzlinien überall so ein bisschen abschrägen. Seht ihr ja hier jetzt auch. Genauso wird es gemacht. Dann könnt ihr auch noch hier die Breite. Also meine Schachtel war damals breiter. Die war breiter, die war größer. Aber ich wäre ja im Traum nicht daran auf die Idee gekommen, dass ich die hier so offen lassen könnte. So wie das hier ist. Ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte eine gemacht, die man so mit Deckel. Ja, das war dann schon ein bisschen was umständlicher, weil ich halt die eine. Ja, war halt nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, es wäre in diesem Fall einfacher. Ja, man spart sich das Messen und das Schneiden oder das genaue Schneiden. Aber vom Prinzip her, ja, also guckt euch da lieber Tutorials an, kann ich nur sagen, wie man so Sternenboxen macht. Da gibt es wahrscheinlich auch Hunderte von, würde ich vermuten. Ja. Finde ich jetzt so an sich schön, schöne Sache. Aber war halt auch sehr viel Arbeit, die zusammenzubauen. Und mir graut es jetzt schon davor, das so zu machen für meine Arbeitskollegen. Und das hier ist übrigens Designerpapier von Alexandra Renke aus diesem Überraschungspaket von Weihnachten. Fand ich, also finde ich auch so sehr, sehr hübsches Papier. Ist ja auch sehr stabil, ne? Also das ist echt super. So, dann kommen wir mal, bevor ich hier, ja, ich glaube, das wird besser ein eigenes Video hier. Das ist die Sternenstanze und auch hier haben wir wieder das Papier hier, das hier. Hübsches Set zusammen vielleicht auch. Das also diese Griffstanze, diese Sternengriffstanze oder wie sagt man dazu? Diese hier. Ja, ist auch eine feine Sache, ne? Sieht hübsch aus. Auch hier wieder die Zweige, die Beeren. Hat schon ein bisschen gelitten, weil ich da was drauf geschoben habe. Sieht auch hübsch so aus, ne? Und lässt sich dann mit einem Magneten öffnen. Und hier kommen wir zum Tipp. Wenn ihr im Bekanntenkreis oder im Verwandtenkreis oder Arbeitskollegen oder wie auch immer Raucher habt, die, ich meine, es sind Gysi oder so, Plättchen, irgendwas. Jedenfalls irgendwelche Blättchen mit diesen. Kleinen Moment, ich frage mal gerade mein Blättchen. Ja, ich habe sie gefragt. Also, das sind Gysi-Blättchen. Die sind verschlossen. Zum Teil wohl mit Magnete. Genau. Fragt da einfach mal vielleicht nach oder habt vielleicht selber die. Und die kann man ausbauen. Und zwar ist das einmal ein. Ein Magnet und ein Gegenplättchen. Und die sind ganz schön stark. Das ist also einmal Magnet. Und einmal Gegenplättchen. Und die sind auch nicht so dick. Vor allen Dingen das Gegenplättchen ist ganz, ganz dünn. Und auch das wäre vielleicht noch ein Tipp, um Magnete zu sparen. Ich muss mal den Ingo fragen, ob man nicht irgendwie solche Dinge vielleicht selber irgendwie oder vielleicht auch irgendwie Unterlegscheiben oder so ganz dünne,
dass es sowas vielleicht auch zu kaufen gibt, dass man halt aus einem Magnetgegenpart, denn ihr seht ja, das hält wirklich gut. Also der ist schon gut. Dass man aus einem Magnetgegenpart einfach, also, ne, dass man da eben zwei draus macht. Habe ich nicht noch Magnete hier irgendwo? Normalerweise sind halt ja immer zwei Magnete gegeneinander. Und hier ist es halt eben nur ein Magnet und ein magnetisches Plättchen. Ein, ja, magnetisches Plättchen und ein Magnet. Und ja, genau. Und das reicht ja. Man braucht ja nicht unbedingt immer zwei Magnete, die gegeneinander gehen, sondern ihr seht, es reicht auch so. Und vielleicht kriegt man ja irgendwo diese Unterlegscheiben. Genau. Also das war Sternenstanze und ja, das hat wirklich wunderbar auch sich wieder ausstanzen lassen, gar keine Frage. Das fällt dann so raus und kann dann auch noch verwendet werden. Liegt alles noch hier. Kleine, also, sieh mal, die hätte ich ja auch da. Die sind ja sowieso, die sind ja viel niedlicher. Sehe ich gerade. Die hätte man ja hier viel besser verwenden können. Oh nee, ist eine andere Farbe. Egal, sieht trotzdem schön aus. Ja. Das war also das. So, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Viel mehr habe ich noch nicht gemacht, doch. Ich habe diese Stanze, wo ich jetzt gerade gar nicht weiß, wo sie hin ist. Ich weiß nicht, wo ich damit abgehe. Ah, doch. Die ist, glaube ich, hier drin. Diese Stanze von Spellbinder. Da habe ich einmal diese Karte gemacht. Hintergrund ein bisschen gewischt. Das ein bisschen erhaben angesetzt. Die ist also definitiv noch nicht fertig und gefällt mir auch überhaupt nicht. Das ist halt also ganz, ne? Und diese hier. Und auch hier habe ich dann, ich habe sogar innen mal gestempelt und innen dann sogar mal mit diesen Chamäleons das hier so ein bisschen ausgemalt. Genau. Geht nämlich wunderbar, weil die ganz feine Spitze haben. Zeige sie gerne nochmal. Chamäleon, irgendwie kann man die auch mischen. Changing Color, also irgendwie konnte man die mischen. Ich habe schon vergessen, wie es ging. Ich glaube, ach ja, ich weiß, man musste die Kappen irgendwie ändern, wie das, wie auch immer das funktioniert dann. Aber vielleicht ist hier so ein bisschen Tinte in der Kappe, weil die Kappe ist ja unglaublich lang. Vielleicht ist da tatsächlich auch ein bisschen Tinte in der Kappe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls muss man die Kappen dann tauschen und dann hat man einen unterschiedlichen Farbverlauf, hat man ein bisschen Farbverlauf. Genau. Und hier auch hier wieder ein paar Gräser und ein bisschen hier dieses Sisal. Die Beeren hatte ich halt einfach noch über und fand die sahen eigentlich ganz hübsch aus, auf der Karte aus. Und ja, jetzt könnte man meinen, ist eine schnelle Karte, aber diese Fummelei, das mit diesem hier. Und dann das Aufkleben und ja, das Blümchen hier ist Pergamentpapier, von hinten weiß bemalt und ein bisschen geprägt mit dem Stift, mit dem Stylus oder wie das heißt, hier mit diesem Ballpen, ne, wie heißt denn das? Stylus, oder? Oh, ich hab doch keine Ahnung. Hier mit sowas hier. Ja, ein bisschen was von der anderen Seite allerdings, dass das so ein bisschen erhaben ist. Ja, das war es eigentlich schon. Das ist hier embossed. Genau, das war es auch schon. Ja, und zu den anderen Sachen habe ich ja jetzt noch nichts gebastelt. Kommt vielleicht noch, kommt vielleicht auch nicht. Weiß es noch nicht. Das ist ja immer das hier gewesen und das. Ach ja, und das hier. Das habe ich auch noch nicht verbastelt. Vielleicht, wenn dann irgendwann mal was kommt, dann lasse ich euch daran teilhaben. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Sternenboxenproduktion vielleicht mal langsam anfange, damit ich dann pünktlich zum Nikolaus auch fertig bin. Genau. Okay, das wäre soweit alles. Ich meine, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube schon. Nein, eine Sache noch.
Das ist extra für Susanne. Das ist Nuvo-Papier. Und da zeige ich jetzt noch gerade ganz schnell, also für alle anderen, ihr könnt ja dann jetzt schon abschalten, die das schon wissen. Und vielleicht weiß sie das jetzt auch schon mittlerweile, weil ich ihr das ja auch schon mal gesagt habe, wie es geht. Und nur wieder ein Restpapier finden. Das war halt schon drauf. Haben wir hier ein bisschen Restpapier. Oh. Da kommt bisschen Kleber drauf. Einer ist ein bisschen schmutzig geworden. Ich weiß gar nicht, wo dran. Ah ja, ich weiß, wo dran das lag. Ich habe damit schwarzes Papier eingefärbt und da hat er die Farbe angenommen. Deswegen ist er jetzt so ein bisschen. Ja, nimm mir so schön. Dieses Zeugs ist also, ja, eine Sauerei. Auch, muss man sagen. Also es geht ganz easy. Kleber und am besten den hier. Also der hat sich bei mir bewährt. Alle anderen, die brauchen auch sehr lange, damit man das überhaupt da drauf machen kann. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Also wenn man da zum Beispiel mit Tombow geht es auch, aber den müsst ihr halt antrocknen lassen. Also, das ist halt, der darf nicht mehr feucht sein. So, und das ist das Nuvo-Papier. Nuvo-Papier, weil Nuvo Glue Pen und Gilding Flakes, so heißen die. Genau. Rest kann man nochmal verwenden. Kann man wieder reintun. Muss man nicht, kann man aber. Also es ist auch sehr ergiebig hier. Da kommt man eigentlich ziemlich weit mit. Ich benutze das sehr häufig, weil mir das halt einfach sehr gut gefällt. Weil das so ein bisschen, das ist nicht nur einfach Gold, sondern es schimmert so ein bisschen, ne? Das ist also nicht so nur so platt wie Spiegelkarton. Also hat so ein bisschen was wie Brushed-Effekt so ein bisschen. Na, also ja, ist halt ist nicht so langweilig. Und deswegen mag ich das ganz gerne und mag das halt sehr gerne benutzen. Auch hier ist es wieder benutzt. Das ist also kein Spiegelkarton, sondern Nuvo-Papier. Nuvo-Papier. Okay. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.